Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montag, der 22. Januar. Es ist 10 nach 9, Entschuldigung. Wir haben letzte Woche, ab Dienstag war quasi unser letzter Arbeitstag. Heute Morgen war ich jetzt meinen Ausweis verlängern lassen. Eigentlich müsste ich jetzt umsatteln heute Morgen, ja, aber es ist, ich meine, ich werde es machen, aber es ist wieder mit sehr viel mehr Arbeit verbunden. Das hat über die Tage ein paar Umbauarbeiten gegeben. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ist schön, dass endlich so ein Regal da ist. Aber ich hätte es hier vorne hin gemacht. Ganz einfach deshalb, weil wenn ich jetzt absattle, obwohl es könnte noch gehen, weil da kommt ja niemand mehr vorne dran. Egal, ich muss jetzt erst das Dulli wegziehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das steht hier quasi hinter meinem Tieflader. Muss ich jetzt erst anhängen, muss das wieder hier vorne ins Eck stellen. Dann sattel ich um, dann fahre ich oben aus der Werkstatt einen 350er Hitachi. Der geht hoch nach Sembach. Von da bringe ich den 936 mit. Der hat verliert Wasser, keine Ahnung. Bringe ich mit. Und dann fahre ich runter nach Winterborn. Dieser Harvester, dieser Königstiger, der muss wieder ein paar Kilometer weiter umgesetzt werden. Das mache ich dann im Anschluss. Wird mein Tag sein heute. Ich denke, dass ich so zwischen 12 und 13 Uhr in Winterborn dann bin. Ohne. Schauen wir mal, was wird. Ja, jetzt hänge ich, wie gesagt, erstmal ab, hänge den Dolly dran. Machen wir das. Habe ich gesagt, warum ich heute Morgen so spät dran bin? Ich habe noch meinen Ausweis verlängert. Meinen Installation Pass. Eigentlich voran gewesen. Der da. Der ist jetzt wieder ein Jahr lang gültig. Und ja, sorry. Ja, legen wir mal los. Ja. Lust habe ich nicht wirklich darauf. Vor alle Dinge muss ich hier noch kehren. Hier liegt jede Menge, weiß nicht, was das ist. Magnete oder so. Keine Ahnung. Mal los. Der Tag versaut sich nicht von selbst oder so, heißt's, gell? Die Kamera hätte ich gerne rausstellen. Ah ja. Wird noch. So, ich stelle mich jetzt einfach mit dem Piaxer einmal mal quer in die Halle rein. Dass ich an mein Dolly komme. Jetzt muss ich einmal gucken, ob das so steht, dass ich da überhaupt dran fahren kann. Weil das haben sie mit dem Bagger weggehoben.
gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich da dran komme. Ja, doch, dürfte gehen. Dürfte gehen. So, bleiben wir hier einfach stehen. Sagt der Akku. Oh, ist fast leer. Egal. Ich nehme euch mal mit raus. Wer weiß wie lang diese Woche geht. So. Neu hier. Das ganze Holz, das da hinten lag, sind jetzt alles wieder weg. Also könnte ich doch schon wieder. Hab hier hinten Holz liegen, dass ich nicht so weit zurückfahre. Alles weg. Alles weg. Keine Ahnung, wo der Kram schon wieder liegt. Aber ich habe jetzt eine Mikrowelle. Guck, geil, oder? Egal. Es ist, wie es ist. Ich häng schnell ab. Das Ding schnell davor, ich hab jetzt noch handfest an, also vergesse ich auch öfter die Stütze hoch zu machen. So, jetzt stell ich das wieder da vorne rein und baust dann halt wieder ab. Immer. Ansonsten nichts zu tun. Doch, ich habe schon zu tun, aber noch nicht.
Thank you.
So. Komm leer. Mal gucken, ob ich hier wieder wegkomme. Ich stehe hier voll auf dem Eis. Okay, weil laufen draußen, also Katastrophe. Abgelegt habe ich, sag mal, was ist noch heute los? Abgelegt habe ich mich nicht. Abgelegt. Jetzt hänge ich noch zusammen und kehr ab und dann gucken, dann ist es 3. Was, gucken, was wir dann noch machen. Ich melde mich gleich. GoPro Aufnahme stoppen. Oh, ich hab vergessen. Kamera im Sack. Und hab's einfach vergessen, mal wieder aufzustellen. Ja. Ja, könnt ihr mich sehen. Es ist Dienstagmorgen, es ist 7:15 Uhr, ich bin gleich in Wolfstein. Leider immer noch sehr dunkel draußen. Hab den Brecher noch geladen, ja, aber ich denke, die Aufnahmen werde ich gar nicht großartig nehmen können, verwenden können. Müssen wir mal gucken, wie es hier drin aussieht. In der Baustelle. Ich bin jetzt, wie gesagt, bin gleich da. Ja, das ist. Jo, ne wahr. Man sieht nicht viel. Vorne kommt die Ampel. Direkt links davon ist die Baustelle. Ich weiß nicht, ob schon jemand da ist. Bauzaun. Sieht doch. Ah, doch, steht schon ein Auto drin. Schon zwei Autos drin. Sollen wir mal gucken, wie das jetzt klappt. Ob ich da rumkomme. Keine Ahnung. Ich kann leider nicht filmen. Ich habe vergessen, den Akku zu laden bei der anderen Kamera. Beziehungsweise nicht zu laden. Ich habe einfach
das Ladegerät nicht dran stecken. Ich glaube, ich fahre vorwärts rein. Komme ich dann rückwärts wieder raus. Sehen wir gleich. Sorry, alles ein bisschen katastrophal heute Morgen. Mosche, komm mal vorwärts darin fahren, ja? Nicht komm. Anzünde, ja? Weil ich hoffe's. Moin!
jetzt war noch der Empfänger vom Mikrofon auch leer. Das lade ich gleich jetzt. Der LH, ich vermute, der geht nach Sembach hoch. Alles ein bisschen chaotisch heute Morgen. Aber es lief recht gut. Wie gesagt, den LH-Laden, das war nicht geplant. Ich dachte, hätte eigentlich der Kollege, der jetzt den Bagger bringt, hätte ihn kennen laden. Alles gut. Passt. Und ja. Schauen wir mal. Hab noch einen Löffel dabei von dem Bagger, den werde ich mit nach Hause nehmen, gehe stark davon aus. Chaos pur. So, bin im Hof oben. Hier im dritten Tor steht noch der 936, den nehme ich jetzt noch schnell mit rüber. Oh, ich habe eine Zeige. Der Löffel schnell abgeladen. Geht müde ist er. Aua. Schungelbild. So, na gut, dann machen wir das noch schnell, nehmen wir den noch mit rüber und dann laden wir die Brecherei. Um 10.15 Uhr, bin schon wieder im Hof, Bagger drüben hingestellt, dann bin ich rüber, habe mein Tieflader ein bisschen abgedampft, weil ich krieg heute neue Gummis. Stell den jetzt rein in die Werkstatt. Dann sollte ich ja der Brecher fahren, das wird wahrscheinlich nichts. Da ist wohl irgendwie, also der fährt nur noch in eine Richtung. Das hatte man schon öfter, aber ich weiß nicht mehr warum. Sensor irgendwas
meine, wir hätten an irgendeinem hätte man mal, einmal sogar einen Fahrmotor getauscht, aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall stelle ich jetzt erstmal meinen Tieflader da rein in die Werkstatt und dann gucken wir mal. Also jetzt der Moment, das ist viele sich schon draußen. Die ersten werden schon demnächst wieder fertig auf der Baustelle.
So, anderer Plan. Habe mich eben versucht, an dem Container hier vorzuziehen. Hat das Teil halt den Container zurückgeschoben. Ich hänge jetzt Ketten an meinen Tieflader. Hänge die vorne ein in die Gabel. Wie das geht oder es geht nicht.